Immobilieninvestments gelten in der Regel als unbeweglich, als wenig flexibel. Allerdings kann man mit Immobilienfonds, Aktien und sogenannten REITs durchaus auch beweglich sein und auf aktuelle Entwicklungen reagieren. Und genau das ist unser Thema jetzt mit Dr. Dirk Rogowski, Geschäftsführer bei Veritas Investment. Schön, dass Sie da sind auf dem Parkett der Börse Frankfurt. Warum ist es denn so wichtig, bei Immobilieninvestments beweglich und flexibel agieren zu können? Ja, das ist eine gute Frage und Sie haben es eben gerade schon anklingen lassen, was die Hauptgründe sind. Immobilie, sagt man ja eigentlich, ja, kauft man und dann hält man es, weiß ich wie lange. Aber gerade in Phasen, wo Zinsen sich besonders stark bewegen, wo vielleicht auch die Konjunktur in Turbulenzen gerät, kann es sein, dass sich Bewertungsrelationen relativ nachhaltig verändern. Und dann ist es nicht besonders angenehm für den Investor, wenn er mindestens 24 Monate sein Investment halten muss, wie gerade bei Immobilienfonds in Deutschland zum Beispiel, oder wenn er 10 Jahre abwarten muss wegen der Spekulationsfrist. Deshalb sollte man sich überlegen, ob es nicht Alternativen gibt. Und Sie haben es gerade richtig gesagt, REITs, Immobilienaktien können Sie täglich handeln und können damit auf Marktentwicklungen reagieren. Darum geht es am Ende. Sie sind und waren mit dem Verilisted Real Estate sehr beweglich zuletzt, wenn ich das so sagen darf. Muss nochmal nachschauen. Gleich 11 der 30 Titel wurden ausgetauscht. Somit sind jetzt australische Werte sehr stark vertreten, habe ich gesehen. Was macht denn Australien so interessant? Ja, wir verwenden für die Selektion der einzelnen REITs und Immobilienaktien mehrere Kriterien. Quality, Value, Trendstabilität und Kursrisiko sind bei uns jeweils mit 22,5% gewichtet und dann auch ESG mit 10%. Letztendlich haben sich die australischen Werte hier einfach durchgesetzt. Das heißt, sie sind unter all diesen Gesichtspunkten momentan am interessantesten und deshalb konnte Australien im Gewicht deutlich zulegen. Das heißt natürlich umgekehrt, dass andere Regionen dieser Welt sich verschlechtert haben in all diesen Bewertungsrelationen und damit etwas an Attraktivität verloren haben. Das ist ein gutes Stichwort, denn Europa ist im selben Zuge gefallen, im Anteil nämlich von 39% auf 26%. Sind denn die Gründe ähnlich gelagert wie bei Australien? Absolut, weil wir verwenden immer die identischen Kriterien mit dem identischen Gewicht und das heißt dann im Umkehrschluss, dass Europa einfach unattraktiver geworden ist, wenn Sie sich anschauen, was hier in den letzten Jahren insbesondere auch im deutschen Markt passiert ist, immobilienseitig, dann haben wir natürlich massive Preissteigerungen gesehen. Und das hat zum Beispiel in Deutschland dazu geführt, dass Immobilienaktien aus Deutschland relativ an Attraktivität verloren haben. Welche Gründe es für jedes einzelne Unternehmen, sprich jeden einzelnen Titel ist, darauf kann ich jetzt hier nicht näher eingehen. Aber am Ende des Tages dreht es sich immer um diese Bewertungsrelationen. REITs werden im Vergleich zu Immobilienaktien immer wichtiger im Fonds, habe ich auch im Vorfeld gesehen. Haben Sie eine Erklärung dafür? Das kann man nicht wirklich erklären. Das hängt vom Portfolio der jeweiligen Gesellschaften ab. Und scheinbar haben momentan mehr REITs, das ist ja eine rechtliche Hürde letztendlich, interessantere Objekte im Portfolio als die zur Verfügung stehenden Immobilienaktien. Wenn Sie sich überhaupt mal anschauen, so eine Weltkarte, wie viele REITs und Immobilienaktien es in einzelnen Ländern gibt, dann ist man vielleicht überrascht als Europäer, dass die eigentliche Musik dort dann in USA, Australien, Japan spielt und in Europa dieses flexible Instrument relativ übersichtlich nur vertreten ist. Also das ist eine zweite Erklärung. Das Spektrum, was überhaupt zur Verfügung steht, ist hier deutlich kleiner in Europa. Abschließend, wie haben sich die Börsenturbulenzen Ende des Jahres auf den Fonds ausgewirkt? Haben sie überhaupt ausgewirkt? Ja, ich habe mir schon gedacht, dass Sie danach fragen, weil 2018 war ja doch ein sehr ambitioniertes Jahr. Und deshalb habe ich Ihnen noch die Zahlen mitgebracht. Lassen Sie mich einmal kurz nochmal die korrekten Daten geben. 2018 hat der Fonds abgeschlossen mit -1,18%. Wenn Sie das jetzt im Verhältnis sehen zu allen anderen Märkten, würde ich sagen, ganz gut gelaufen. Der Dezember speziell mit -2,3%. Und wenn Sie heute auf den Fonds schauen, per 8.1. hat er schon wieder eine Positivperformance von +1,4. Also ich würde sagen, wir sind durch dieses nicht ganz einfache Börsenjahr ziemlich gut durchgekommen. In der Tat, vor allem wenn man auch den DAX beispielsweise sieht, der 18% verloren hat. Genau. Dr. Dirk Rogowski war das von Veritas Investment. Herzlichen Dank für das Gespräch und den Besuch hier an der Börse. Gerne.